Ich grüße euch zurück hier bei Assassin's Creed Unity. Wir machen direkt weiter und stürmen los in Richtung der Hauptmission. Wo ist die denn überhaupt? Ja. Da können wir mal eben hinlaufen. Die Ladezeit wird ungefähr genauso lang, schätze ich mal. Ja, wie im letzten Video angekündigt, geht es jetzt endlich mit der nächsten Hauptmission weiter. Das wurde von mir sehr oft versprochen, sehr oft gebrochen. Und jetzt, wie gesagt, nach mehreren Verschiebungen machen wir endlich weiter. Denn ich will unbedingt wissen, wie es mit Elise weitergeht. Denn Arno weiß ja, dass... momentan... die Templer Jagd auf sie machen. 25 von 35 ist in Ordnung. Kann ich mich nicht beschweren. Weg da. So. Schön. Wow. Cool. Erinnert mich sehr an den Jahrmarkt aus Assassin's Creed 2. Ich sag nur Venedig an dieser Stelle. Der hat wohl zu viel getrunken. Das ist wohl ein Bühnenspiel. Hier nochmal ein Feuerspeier. Sehr schön gemacht. Den Verbrecher töten. Ich bin unschuldig. Aber sowas von. So. Da oben ist eine Truhe. Die Frage ist, welche Schwierigkeit hat das Schloss? Hoch war schon richtig, Arno. Stufe 1 nur, super. Und auf Wiedersehen. So, einmal das Schloss knacken. Zack. Und her mit dem Geld. Denn das können wir gut gebrauchen, um unsere Ausrüstung zu verbessern. So. Sammelgegenstände, wie gesagt, nehmen wir auch immer mit, sobald wir sie finden. Und das bietet hier, sich hier jetzt sehr gut an. Arno ist des Wahnsinns. So, hoch da. Hoch da. Ja. Super. So gut habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Halte deine Hände bei dir. Ja, hier keine Szene. Genau, denkst du, könntest uns rumschubsen? Tut mir leid, Leute. Das musste gerade sein. Ich weiß, er war bereits tot, aber immerhin konnte ich ihn rächen. Wir gehen aber über die Dächer an dieser Stelle. So. Da ich das als sehr angenehme Abwechslung wahrgenommen habe beim letzten Mal. Und es hier auch sehr gut funktioniert, muss man sagen. Zumindest an den meisten Stellen. Hier zum Beispiel ist es wieder recht problematisch. Oh, wow. So. Nee, einmal hier rüber, einmal runter und einmal mitnehmen. 3 von 5. So, und das wird dann wohl das Anwesen der guten Serre sein. De la Serre. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf zur Hauptmission, auf zu Elise. Wie liebevoll diese Innenräume gestaltet sind. Oh, Templerüberfall, aber erstmal müssen wir noch Verbrecher töten.
28 von 35. So. Templerüberfall. Elise ist im Begriff, in einen Hinterhalt der Templer zu laufen. Sie muss gefunden und vor dieser Untat gewarnt werden. Maßgeschneiderter mittelalterlicher Umhang. Ah ja. Los geht's. Merde! Weg da! Wir gehen mal hier hoch an dieser Stelle. Ja. Ich hab doch gesagt, da hoch, Arno. Mach doch nicht alles kaputt. Und was machst du denn? Du sollst runter. Wisst ihr? So. Das ist nämlich kunstvoller. So. Hier haben wir auch eine Truhe, an die wir nicht drankommen. So viel dazu. Okay, auf zum Hotel, Leute. Ich bin wieder viel zu Truhen fixiert an dieser Stelle. 100 Meter. Weg da. Wir müssen Elise retten. Wie provokant hier die Sammelgegenstände versteckt sind. Ebenso gar nicht versteckt und das verlockt mich dann immer, sie doch mitzunehmen. Fünfzehn von 15, sehr schön. Hallo Freundchen. Hallo Elise, so sieht man sich wieder. Lässt du die wohl in Ruhe, ja? Freundchen. Was geht hier vor? Wo ist Monsieur Lafrenière? Er ist tot. Was? Lauf, ich erkläre dich später. Ich komme sofort. 4 vor 5. Warte doch auf mich. Oh mein Gott, jetzt hat sie ordentlich Vorsprung. Der da ist uns im Weg. Sollen wir? Los. Autsch. Auf Wiedersehen, Freundchen. So. Was ist? Ich weiß nicht, wie wir wieder rauskommen. Ich klettere hoch und sehe mich um. Wirklich? Du hast dich jetzt hier in dem Labyrinth ver... Sofort? Ich will mal kurz gucken, liebe Elise. Ich will nicht weit sein. So viel zu den Kopfschüssen an dieser Stelle nochmal. Verräter wie mich ausweiden, ja, ja. Fahr mal bitte fort, mein Freund. Wir plündern die Leiche. Kopfschüsse und Doppelattentate. Ja, das ist super. Wie kommen wir hier wieder raus? Das frage ich mich auch. Nicht entwischen! Das ist meine patriotische Pflicht! So wie zu einem Doppelattentat. Haben wir überhaupt noch genug? Du hast dich verlaufen. Gib es zu. Verlaufen ist übertrieben. Wo sollen wir lang?
komm sofort, nichts erreicht. Der macht aber auch kein Doppelattentat, ne? Du schüttelst mich nicht ab. Nein. Oh Mann. Boah, was machst du denn? Eiskalt gefinisht, hab das gehört. Elise. Eine Taschenuhr, dankeschön. Und Geld. Elise, bitte. Ich brauche gerade ein bisschen Konzentration, denn ich muss noch ein Doppelattentat hinbekommen. Und wir haben scheinbar nur noch einen Versuch dafür. Wo kommst du denn jetzt her? Du hast dich verlaufen. Gib es zu. Ist die da eingesperrt? Das macht ja gar keinen Sinn. Oh, Doppelattentat haben wir immerhin hinbekommen. Das ist auch schon mal etwas. Irgendeine Idee? Findet sie. Sehr, klappt doch alles ganz gut. Irgendeine Idee? Oh. Wir müssen auf jeden Fall auf den Turm rauf. So. Du hast dich verlaufen. Gib es zu. Ich sehe doch den Ausgang. Zwei von ihnen voraus. Ja, wir können jetzt hier natürlich auf Kopfschüsse gehen, aber es bringt uns ja auch nicht mehr viel. Waren zwei von vier. Zu viele, um vorbeizuschleichen. Wir müssen das zu zweit erleben. Schalten wir sie aus, leise. Mal hier richtiges Teamwork gerade. Wie war das mit dem Leise erledigen? Das üben wir nochmal, Elise. Das war kein Kopfschuss. Ich glaube, das waren alle. Soweit gut. Aber vor uns ist noch eine größere Gruppe. Elise, lass mich doch auch mal jetzt bitte, ja? Hast du eine junge Frau hier langkommen sehen? Nein. Mann, ich hasse Elise. Ich hasse Elise, Leute. Ich hasse sie. Warum greift ihr einfach alle an? Lass mich jetzt bitte auch mal was machen, ja? Ist ja wohl kaum zu viel verlangt, dass ich auch mal ein paar Leute erledigen möchte. Vielleicht, ja. So. Ich krieg gleich das Kotzen hier, Mann. Ist ja echt nicht wahr, oder? Ah!
Das war der letzte von ihnen. Lass uns verschwinden. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Der letzte Kopfschuss hat gefehlt, weil Lies alles zerstört hat. Ah, ärgerlich, Leute. Tut mir leid, ich war jetzt ein bisschen auf dem Kopfschuss waren, aber... Frauen. Nein, Spaß beiseite. Wir können nicht weit sein. Findet sie! Geh schon. Ich lenke sie ab. Vertrau mir. Triff mich morgen im Café Theater. Dann erkläre ich alles. Du spinnst. Ich werde da sein. Ich könnte mich verspäten. Ich glaube, ich laufe gerade mal lieber. Was machst du denn? Das war leider notwendig. Das müsste es gewesen sein. Oh Mann. Perfekt. Oh, geheime Treffen. Du hast eine Trophäe erhalten. Sequenz 6, Erinnerung 2, abgeschlossen. Dankeschön. Neues Andenken freigeschaltet. Das ist toll. Schon wieder hier. So. Charakteranpassung. Fähigkeiten. Wir haben 5 Punkte. Nahkampf. Meister der Einhandwaffen. Machen wir mal. So, haben wir das im Moment perfektioniert. Dankeschön. Ausrüstung, Ausstattung, Brust. Ich habe doch gerade einen maßgeschneiderten... Oder etwa nicht. Maßgeschneiderter mittelalterlicher. Maßgeschneiderter. Mittelalterlicher Mantel. Warum ist denn der nicht freigeschaltet? Ob der schön aussieht oder nicht, aber es stand da doch gerade. Das ist ja frech. Wobei der natürlich sehr cool aussieht. Legendärer mittelalterlicher Mantel. So, wir wollen hier aber schon mal auf... Ui, der ist auch schick. Heftig. Aber 160.000. Clubwettstreit, ah ja. Hätte ich aber auch gerne hier die Rüstung, aber ich denke mal, da müssen wir uns noch ein bisschen... Gedulden. Starker Angriff freigeschaltet. Naja. Auf Wiedersehen. Oh, es war eine Wache, oder? Ah, ich muss ihn da hinten töten, ich Idiot. Den bekommen wir aber. Wenn ich ihn durch ganz Paris jagen muss, den bekommen wir. Thank you.
So, 29 von 35. Wir sind hier. Dann können wir noch in diesem Video diese beiden Truhen einsammeln. Luftlinie laufen, dann kriegen wir so beide. Und dann setzen wir einen Schnitt und werden beim nächsten Mal mit, ja, vielleicht einige Nebenaufgaben fortfahren. Wo müssen wir denn hin? Zum Café Theatre oder Theatre? Wir könnten eigentlich, ich möchte auch gerne noch den Gesellschaftsclub da unten renovieren. Das machen wir auch noch in diesem Video. Wir holen uns die beiden Truhen, gehen dann den Gesellschaftsclub renovieren und dann setzen wir erstmal ein Schnittchen. Ich muss zusehen, dass ich jetzt ein bisschen kontrollierter die Videopausen setze. Vor allen Dingen, dass ich nicht mehr auf die 40 Minuten drauf, hinsteuere. Denn es passiert tatsächlich sehr schnell in Unity, dass ich dann einen Aufnahmewahn verfalle. Ihr habt es auch schon mitbekommen. Dann auf einmal ist das Video doch 40 Minuten lang. Und ihr müsst euch das vorstellen, ich setze mich hin und gehe davon aus, ich nehme 20 Minuten auf. Dann gucke ich auf die Uhr, beziehungsweise höre auf aufzunehmen und sehe nachher, 38 Minuten. Dann natürlich erstmal der große Schock, denn immerhin, wenn man so mal überlegt, nehme ich am Tag knapp 2-3 Stunden auf und das ist dann doch schon ein Großteil meiner Freizeit. Das ist doch schon Wahnsinn, was da dann zusammenkommt im Nachhinein. Aber sei es drum, ich mache sie alles gerne und freiwillig, aber trotzdem ist es ja dann doch schon viel. Und dann reicht es ja auch, wenn ich vielleicht 4 20-Minuten-Videos mache, dann habt ihr auch mehr, beziehungsweise ich habe mehr auf Vorrat. Ich darf ja nicht wahr sein, das blöde Labyrinth hier. Nicht weg! Ich hasse dieses Labyrinth. Alter, ich hasse dieses Labyrinth. Oh. Die Minimap verrät den Weg, tut sie nicht. Das haben die doch nicht umsonst gemacht. Mann, da hätten die einen Ausgang machen können. Wie nervig ist das bitte? Weg da. Kopfschmerzen, weil ich mich jetzt über dieses blöde Labyrinth hier aufgeregt habe. Jetzt kletter da doch hoch. Sonst immer klettern wie ein Weltmeister. Boah, jetzt bin ich gerade ein bisschen genervt in dem Labyrinth, Leute. So hoch hier. So, es gibt ja scheinbar nur einen Ausgang aus dieser Hölle. Umgehen wir den ganzen Spaß. Furchtbar. Geht nicht in dieses Labyrinth, Leute. Auf keinen Fall. So. Aber hier befindet sich irgendwo angeblich eine Truhe. Da oben drauf sogar. Arno traut sich nicht zu springen. So. So. Mitnehmen. Ah, es war jetzt eine schwere Geburt. Und einmal zu der Truhe und dann haben wir es erstmal. Wo hast du die Wertsachen? Ich nehme hier alles auseinander und finde sie ohne verdammter Gemäßigkeit. Wann die wohl merken, dass das die, dass sie selbst die Bösen sind. Aber okay, blöden Extremisten nochmal an dieser Stelle. 30 von 35. Guck mich nicht so an, Freundchen. Le ciel n'oubliera pas ce geste. Merci infiniment. Aucun ennemi de la révolution n'est en sûreté. Ja. Tut mir leid, meine Übersetzungssoftware versagt gerade. So, hier ist die zweite Truhe. Weg da. Und interagieren.
So. Schwere Geburt, schwere Geburt. Okay, jetzt könnten wir natürlich auch noch die Truhe holen. Dann haben wir die auch direkt weg. Nein, das sind 200 Meter, das ist mir zu viel an dieser Stelle. Ich würde viel lieber noch dieses wunderschöne Café hier restaurieren und suche gerade einen Schnellreisepunkt, der mein Vorhaben stärkt durch ein schnelles Erreichen des Cafés. Ja, schnell erreichen wird hier nicht gewährt, aber immerhin eine Schnellreise überhaupt in die Nähe des Gebietes. Ach, die Nähe. Auch, oh, Entschuldigung Leute, auch gelogen, aber immerhin eine Schnellreise in das Umfeld, denn die Nähe ist es nun wirklich nicht. Ich muss aber sagen, wenn ich jetzt mal frei sprechen darf, dass das Spiel doch eine ziemlich lange und sehr angenehme Spielzeit hat. Also bis jetzt, ich habe mich schon ein paar Mal aufgeregt, muss ich zugeben, weil das Spiel an ein paar Stellen ziemlich unreif bzw. unbedacht handelt, beispielsweise die Pistolen. Nochmal als ewiges Beispiel. Aber prinzipiell muss ich sagen, bietet das Spiel ja dann doch ziemlich viel Unterhaltung. In einem unglaublich großen Umfang, denn was wir bis jetzt gesehen haben, ist ja doch schon recht beachtlich, muss man sagen. Warum sind die Truhen immer Stufe 3? Also es ist doch schon beachtlich, was wir jetzt an Umfang gesehen haben. Und das ist ja faktisch gesehen erst die Hälfte von Paris. Du hast dich gejubelt, beruhigt. Du bist nicht mit dem Herzen dabei. So, ich glaube, der ist jetzt ab jetzt auch nicht mehr mit dem Ernst dabei. Darf ich mal bitte? Danke. Schöne Kutsche. Nein, 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 ihr habt mich gar nicht gesehen. So. 150 Meter. Was willst du? Was willst du? Hä? So. Das Café. Für nur 1000. Renovieren wir natürlich, ja klar. Ja, es hat was. So, was haben wir hier oben? Mal wieder wie immer unser kleines Büro. Sehr schön. Ein etwas runtergekommenes Café. Und hier haben wir wieder wie immer unsere Assassinen-Mission. Sie sollen Heu fressen. Wie kommt das Mehl auf das Dach? Und das Horten von Geiseln. Ja, ich würde sagen, im nächsten Video machen wir dann wieder einige Nebenaufgaben. Ich würde aber dann doch gerne erstmal hier mit anfangen. Hier. Und danach dann das hier. Denn dann haben wir die beiden schon mal aus dem Weg geräumt. Und danach gucken wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. Machen wir vielleicht doch einige von diesen Clubmissionen hier. Aber erstmal war es das an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Assassin's Creed Unity. Ciao, Leute.